In diesem Video dreht sich alles um die Quersummenregel und um die Teilbarkeit durch 3. Was die Quersummenregel ist und wie man sie anwendet, habe ich dir ja bereits in dem Video erklärt, dessen Link du in der Beschreibung unten findest. Ich gebe dir hier nochmal eine kurze Erklärung zur Auffrischung und danach schauen wir uns einmal diese Aufgaben, die ich hier für dich habe, genauer an. Die Frage ist, welche Ziffern man hier in diese blauen Lücken hineinschreiben kann, damit die Zahl durch 3 teilbar ist. Die Beispielaufgabe machen wir zunächst gemeinsam und anschließend sollst du dann versuchen, diese 3 Übungsaufgaben hier alleine zu lösen, bevor du dir meine Lösung hierzu ansiehst. Alles klar? Dann fangen wir an. Mit Hilfe der Quersummenregel kannst du überprüfen, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist. Die Quersumme bilden heißt, dass man alle Ziffern einer Zahl zusammenzählt. Also so. Und wenn dann das Ergebnis durch 3 teilbar ist, so wie hier die 15, dann ist auch die Zahl selbst durch 3 teilbar, so wie hier die Zahl 276. Dieses Wissen um die Quersummenregel kannst du nun auch verwenden, um solche Aufgaben hier zu lösen, bei denen du entscheiden sollst, welche Ziffern man in das Kästchen einsetzen muss, damit die Zahl durch 3 teilbar wird. Du nimmst einfach die Ziffern, die von der Zahl bereits bekannt sind, also die 5 und die 1, und zählst sie zusammen. Das ergibt hier 6. Da diese ja bereits durch 3 teilbar ist, bedeutet das, dass eine mögliche Lösung für die Aufgabe die 0 ist. Denn zählst du zur 5 und zur 1 die 0 hinzu, so ergibt das wieder 6 und die 6 ist ja durch 3 teilbar und damit auch die 510. Ab da kannst du dann von der ersten gefundenen Ziffer immer in 3er Schritten weitergehen und so die noch anderen passenden Ziffern finden. Das sind in diesem Fall die 3, die 6 und die 9. Diese Ziffern kann man also alle hier in die Lücke einsetzen, um eine durch 3 teilbare Zahl zu erhalten. Wir können hier einmal das bestehende Beispiel abändern, um das Ganze noch etwas verständlicher zu machen. Ich mache hier einmal aus der 1 eine 2. Die erste Ziffer, die dann eine durch 3 teilbare Zahl ergibt, ist die 2. Denn 5 plus 2 plus 2 ergibt ja 9. Und 9 ist durch 3 teilbar. Von dieser ersten gefundenen Lösung 2 aus kannst du dann wieder 3er-Sprünge machen und kommst so noch auf die anderen Ziffern, die in die Lücke eingesetzt eine durch 3 teilbare Zahl ergeben. In diesem Fall also die 2, die 5 und die 8. Und nun bist du an der Reihe und kannst einmal probieren, ob du meine Übungsaufgaben hier schon lösen kannst. Pausiere das Video, hol dir was zu schreiben und fang an. Die Lösung zum Vergleichen gibt es hier in wenigen Sekunden. Also Pause drücken. Willkommen zurück. Hier kommen meine Lösungen, damit du sie mit deinen vergleichen kannst. Ich hoffe, dass dir mein Video weitergeholfen hat und du alle 3 Übungsaufgaben richtig lösen konntest. Noch viel Erfolg wünsche ich dir bei der Anwendung der Quersummenregel und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald!